Ich stehe morgen um 5 Uhr auf, damit ich mehr vom Tag habe. Nach dem Aufstehen werde ich erstmal 15 Minuten lesen, dann ein kurzes Workout machen, duschen, journalen, mir eine To-Do-Liste schreiben und schon mal etwas lernen, bevor ich dann los zur Uni fahre. Am nächsten Morgen dann... Wem ist das schon mal so oder so ähnlich passiert? Ich bin ehrlich, ich stand schon öfters an dem Punkt. Social Media gibt uns schließlich allen den Grund dafür, da gefühlt jeden Tag YouTube-Videos, TikToks und Instagram-Reels mit neuen Ideen für die perfekte Morgenroutine online kommen. Aber warum schaffen wir es nie, dran zu bleiben? Und wie kann man das in Zukunft ändern? Das klären wir in diesem Video. Punkt 1. Verstehen, warum eine Routine, wie auch immer die aussieht, tatsächlich Sinn macht. Zuerst einmal musst du verstehen, dass Routinen dir dabei helfen, deine Ziele einfacher zu erreichen. Denn was ist eine Routine? Eine Routine ist eine Handlung, die durch mehrfaches Wiederholen zur Gewohnheit wird. Und eine Gewohnheit ist ein Automatismus. Etwas, was du einfach ausführst, ohne darüber nachzudenken, ob du es tun solltest oder nicht. Sowas wie Zähneputzen halt. Und wenn du dir Dinge, die sich für dich schwierig anfühlen, vielleicht ist es Sport, vielleicht ist es Lernen, vielleicht ist es gesunde Ernährung, anschaust, dann siehst du, dass du dich dafür jedes Mal neu aufraffen musst. Und zwar bewusst. Diese Dinge sind also noch kein Automatismus geworden. Zweck einer Routine wäre es also genau diese Dinge, genau wie Zähneputzen, mehr oder weniger automatisch ablaufen zu lassen. Du müsstest gar nicht mehr darüber nachdenken, ob du Lust darauf hättest oder nicht. Du würdest es einfach tun. In der Folge davon würde sich auch dein Stress lindern. Du würdest dir schließlich weniger Kopf darum machen, was du noch tun willst oder musst. Routinen geben dir auch in stressigen, anspruchsvollen Phasen einen Anker, der dir Stabilität gibt. Einfach, weil du sie immer durchführst. Warum scheitern Routinen meistens? Grund 1. Die Routine ist viel zu viel auf einmal. Lesen, Sport, Journaling, Duschen, Frühstücken, Lernen. Wer schafft denn das alles unter der Woche? Entsprechend kann diese Routine meist nur ein paar Tage durchgezogen werden, bevor man wieder in alte Muster übergeht. Grund 2. Die Routine ist zu schwer. Angenommen, man hat vorher noch nie Sport gemacht und startet von heute auf morgen voll rein. Dann ist es doch eigentlich klar, dass man da langfristig nicht dabei bleiben kann, oder? Grund 3. Die Routine passt nicht zu Menschen. Wir sind alle unterschiedlich. Wäre komisch, wenn zu uns allen die gleiche Routine passen würde, oder? Und Grund 4. Fast am wichtigsten, man lässt sich von einem schlechten Tag rausbringen und gibt dann voll und ganz auf. Wie schafft man es also, Routinen langfristig aufzubauen? Eine der effektivsten Methoden, neue Routinen aufzubauen, ist Habit Stacking. Dabei stapelt man neue Routinen auf Routinen oder Gewohnheiten, die bereits bestehen. Angenommen zum Beispiel, man möchte mehr dazulernen. Dann kann man das in der Zeit machen, in der man Sport macht. Diesen macht man so oder so, das heißt, das ist ein Automatismus. Jetzt aber noch das Lernen durch zum Beispiel Podcasts oder Hörbücher anzuschließen, ist weniger schwer, weil man es ja sowieso schon tut. Zumindest weniger schwer, als sich extra nur dafür am Nachmittag nochmal hinzusetzen. Überleg dir also, was du sowieso schon tust. Die Basics sind wohl für uns alle Tätigkeiten, die man so im Bad macht. Und wie du daran kleine, machbare Aktivitäten, die du gerne in deinem Alltag ergänzen möchtest, anpassen kannst. Dann solltest du dir auf jeden Fall etwas suchen, was auch wirklich zu dir passt. Ich habe das schon in vielen Videos gesagt, aber es hat einfach keinen Sinn, Routinen nachzueifern, die anderen helfen, einem selbst aber überhaupt keinen Spaß machen. Es bringt nichts, andere Routinen zu kopieren. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist individuell und du wirst es vielleicht ein paar Wochen schaffen, dich zu irgendwas zu zwingen und aufzuraffen. Du wirst es sogar vielleicht ein paar Monate schaffen, aber irgendwann wirst du einbrechen, weil es einfach nicht du bist. Deswegen bleib bei dir und frag dich, was dir persönlich wirklich gut tut und was dich persönlich weiterbringt. Dann kann es auf jeden Fall helfen, das Prinzip des Habit Loops zu verstehen. Das Buch The Power of Habit hat das ganz gut beschrieben. Eine Gewohnheit wird immer in 3 Schritten etabliert. Und zwar ausnahmslos immer. Zum einen gibt es einen Cue oder einen Trigger, das ist der Auslöser eines bestimmten Verhaltens. Zum Beispiel Zeit. Wir schauen auf die Uhr, sehen eine bestimmte Uhrzeit und wissen, dass es unsere Zeit zu essen ist. Dann kochen wir und essen. Und am nächsten Tag machen wir das wieder. Der Trigger ist in diesem Fall immer die Uhrzeit. Genauso können andere Personen Trigger sein oder äußere Events, unsere Stimmung und so weiter. Die Routine ist das, worum es hier ja die ganze Zeit geht. Also das Verhalten, in diesem Fall zum Beispiel das Essen. Dann noch die Belohnung. Das ist das, was das Verhalten positiv verstärkt. In unserem Fall wäre das beispielsweise, wenn das Essen auch tatsächlich sehr, sehr gut schmeckt. Verhalten wird nämlich immer dann wiederholt, wenn immer, also immer, wenn dieses Verhalten gezeigt wird, eine Belohnung darauf folgt. Das weiß man mittlerweile aus den Lerntheorien. Das Problem mit vielen guten Gewohnheiten ist aber leider, dass diese erst später eine Belohnung bringen. Also Sport zum Beispiel braucht seine Zeit, bis die Belohnung sich einstellt. Erstmal fühlt es sich schlecht an und viele schlechte Gewohnheiten bringen unmittelbare Belohnung. Also beispielsweise ans Handy zu gehen, bringt einen unmittelbaren Dopaminschub und wird deswegen immer und immer wiederholt. Wenn man diesen Kreislauf kennt, kann man da super ansetzen. Man kann zwar nicht unbedingt jedes Mal am Trigger ansetzen, aber man kann sich seiner Trigger bewusst werden und sich mal bewusst gegen sie entscheiden. Wenn du zum Beispiel immer dann, wenn du Sport gemacht hast, danach erstmal was Ungesundes isst, weil sich das einfach als Gewohnheit etabliert hat, kannst du dich beispielsweise mal bewusst dagegen entscheiden und was Gesundes essen.
Oder wenn du immer danach als kleine Pause direkt ans Handy gehst, werde dir diesem Muster bewusst und setze die Statistiken hin und lese. Frag dich mal, was tendenziell bestimmtes Verhalten bei dir auslöst und arbeite damit weiter. Und was die Belohnung angeht, verstärke jegliches Verhalten, das du mehr zeigen möchtest, direkt positiv. Warte nicht darauf, dass sich Sport, Lesen, Journaling und Co. in ein paar Monaten auszahlt, sondern beende zum Beispiel deine Morgenroutine immer mit irgendeiner Sache, die dir ein gutes Gefühl verschafft. Zum Beispiel gute Musik, dein Lieblingssong, dein Lieblingsfrühstück etc. Das führt dazu, dass du in Zukunft dieses Verhalten wahrscheinlich nochmal ausführen möchtest, da dein Gehirn wieder einen Dopaminschub haben möchte. Dieser Dopaminschub macht es immer wahrscheinlicher, dass du diese Routine am nächsten Tag wieder zeigen wirst und immer unwahrscheinlicher, dass du diese Routine einfach fallen lassen wirst. Und was ich unfassbar wichtig finde, ist, seine Routine an seine Energielevel anzupassen. Ich habe das mal bei einer anderen YouTuberin gesehen und für mich hat das so Sinn gemacht. Das war so ein Gamechanger, dass ich es gerne an euch weitergeben möchte. Die Idee ist nämlich, für jede Energie, Low, Mid und High, eine etwas andere bzw. verlängerte oder verkürzte Routine zu haben. Low-Energy-Tage sind gekennzeichnet durch zum Beispiel körperliche Ermüdung, Krankheit, emotionale Abgeschlagenheit etc. An solchen Tagen hat man Lust auf gar nichts, entsprechend auch nicht auf eine ellenlange Routine. Trotzdem, so haben Studien gezeigt, können Routinen an solchen Tagen Stabilität und sogar Energie spenden. Was ihr da also tun könnt, ist das absolute Minimum eurer Routine, was euch gut tut und euch ein bisschen aus eurem Trott holt, aber auch gleichzeitig nicht zu viel Energie zieht. Zum Beispiel lesen, journalen, duschen, was auch immer euch gut fühlen lässt. Mid-Energy-Tage sind Tage, an denen ihr zwar einigermaßen Energie, aber keine Lust oder Motivation auf große Taten habt. Hier könnt ihr eure bereits bestehende Grundlage um Dinge erweitern, die wiederum Energie kostet, euch langfristig aber mehr Energie spendet. Bei mir zum Beispiel fängt spätestens hier Sport an, danach fühle ich mich immer besser als früher. Das kann aber auch ein Spaziergang sein, das kann Yoga sein. Bewegung ist meiner Meinung nach perfekt für solche Tage. Und High-Energy-Tage sind Tage, an denen ihr aufsteht und richtig Bock habt. An solchen Tagen könnt ihr eure Routine wiederum erweitern um Dinge, die euch langfristig weiterbringen. Das kann so etwas sein wie Lernen oder Vorarbeiten, Vorkochen, Meal Preppen etc. Ziel und Ideal wäre es natürlich, jeden Tag die High-Energy-Routine durchzuziehen. Aber das ist auf lange Zeit einfach unrealistisch, weil man nicht an jedem Tag gleich viel Energie hat. Und daher finde ich, dass dieses Prinzip einem echt dabei hilft, aus diesem Schwarz-Weiß-Denken, Routine oder Nicht-Routine haben, rauszukommen. Dieses Prinzip lässt einen einfach alle Vorteile einer Routine, sei es jetzt die Motivation an High-Energy-Tagen oder die Stabilität an Low-Energy-Tagen, spüren. Und das ist, was meiner Meinung nach eine gute Routine überhaupt ausmacht. Ich hoffe, du hast nach diesem Video etwas mehr Klarheit, was das Erschaffen und vor allen Dingen auch Aufrechterhalten von Routinen angeht. Lass mich doch gerne in den Kommentaren wissen, was so zu deiner Routine gehört. Abonniere gerne diesen Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ciao!